Bis. Ja. So, vorsichtig, der geht. So, jetzt probieren wir es. Jo, der sitzt. Und ein richtig gutes Fischchen, das merke ich schon. Oh je, oh je, oh je, oh je. Mal kurz die Standroute rübergelurrt, dann habe ich nur gesehen, wie mein Schwimmer sich ganz leicht bewegt hat. Ja, und aus dem ganz leicht Bewegen ist dann kontinuierlicher Zucht raus geworden. Und ja, da haben wir, ne? Ich war gerade mit der zweiten Route beschäftigt. Aber es scheint auf jeden Fall, oh doch, jetzt habe ich ihn gesehen. Aber der zieht kontinuierlich. Ich sehe nur die Schwanzflosse von dem. Der zieht wieder seitlich. Der zieht wieder. Ja, Leute, und ihr seht die Pro Lake, wie stark die gebogen ist. Und also selbst bei kleinen Fischchen macht das richtig Spaß mit der. Und bei solchen Wummen habt ihr natürlich dann noch mal richtig Rückgrat. Das heißt, ihr könnt den Fisch auch mal ein bisschen kontern. Oh ja, das ist ein richtig guter. Das jetzt habe ich ihn gesehen. Während der Aschi da noch isst an seinem leckeren Brötchen. Ich mache mein Pausenbrot erstmal, bis der Fisch hochkommt. Und dann löffeln wir den Only. Genau, löffel ihn mal raus. Ja, den. Warte, ich drehe den gleich einmal. Gerade will er von mir weg. Also ihr seht wirklich, wie die Rute durchgebogen ist. Ich habe die wirklich kurz vor der Belastungsgrenze, aber das ist auch in Ordnung. Also wenn die das nicht ab kann, dann ist das nicht die richtige Route. Und die ist das, das ist die richtige Route jetzt. So, da kommt er. Da sehen wir. Aber er hat noch nicht einmal Luft geholt. Das heißt, da müssen wir natürlich hin. Er muss einmal an die Oberfläche, muss schnappen. Das heißt, Luft holen, so wie jetzt. Und dann wird er auch schneller müde. So, dass mein lieber Aschraf den gleich versuchen kann zu keschern. Einhändig. Mit dem Brötchen in der zweiten Hand. Das kriegen wir hin. So, da kommt er. Da, oh, guck mal. Schöner Fisch. Ah, ja, 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 ja. Aschi. Der ist noch. Warte noch. Der ist noch aktiv, doch. Ja. Warte noch. Der hat aber richtig Power, ne? Und schieb dir das Brötchen gleich mal in dem Moment in den Mund. Sonst verlierst du es noch. Das wäre zu schade. Schmeiß dich nachher im Cashew mit rein. Nee, das wollen wir noch essen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich etwas stärkere Schnur verwende. Also, was heißt stärker? 0,20er. Einfach, damit ich auch so ein bisschen den Fischen Paroli bieten kann. So, Aschi, jetzt mach mal. Der ist soweit. Jetzt ziehe ich ihn her zu dir. Warte, da kommt er, da kommt er. Und jetzt Kescher runter im Wasser. Dankeschön. Und wir haben's. Sehr geil. Und wir haben's. Oh je, oh je, oh je, oh je. Eine Maschine wieder. Ich mach mal fertig. Eine Maschine. Darf ich jetzt rein? Jetzt darfst du weiter essen. Gut, gerne. Dankeschön. Oh je. Ja, morgen, Freunde. Wie ihr seht, ich war schon fleißig. Geht schon los. Die Routen rein und eigentlich ging es auch direkt los. Ja, heute sind wir mal wieder im Angelpark Barweiler Mühle. Und ich habe heute mal wieder den lieben Aschi mitgenommen. Ne? Wie immer. So ist es. In letzter Zeit. Warum auch nicht? Es macht Spaß. Auf jeden und, Fall. Und wir sind heute mal tatsächlich oben am Teich 3 gelandet. Ihr werdet es im Video sehen. Unten ist brechend voll. Selbst hier oben der Teich ist schon relativ gut gefüllt mit vielen Leuten. Und ja, wir hatten halt das Glück, dass wir uns hier oben noch mal so ein Plätzchen ergattern konnten. Und heute wollten wir euch einfach mal mitnehmen und euch mal zeigen, ja, was für Gedanken muss ich mir eigentlich beim Angeln machen. Das heißt, mache ich mir die Gedanken schon vorher? Ja, das tue ich zum Beispiel, bevor ich an so einen Teich hinfahre. Wie gehe ich am Wasser vor? Genau. Ne? So, und dann ist es immer schön, wenn man noch einen Freund mit dabei hat. Man kann sich so ein bisschen austauschen. Man kann gucken, man kann ausprobieren, bis man es raus hat, worauf sie reagieren. Jetzt und haben wir es, ne? Wird man dafür belohnt. Genau, und das heißt, wir werden jetzt gleich mal so ein bisschen angeln und werden euch einfach mal mitnehmen und gucken, dass wir euch alles Mögliche beantworten können, was zu so einem geilen Angeltag dazu gehört. Auf jeden Fall. Ja, Freunde, das
Wasser ist richtig, richtig trüb. Das heißt, die Sichtverhältnisse sind für den Fisch schlecht. Deswegen würde ich jetzt eine schuckige Farbe nehmen. Nochmal schauen, was ich da habe. Ja, ich werde eher zu sowas tendieren, so ganz krasse Farben, krasse Kontraste. Hier gelb, orange, neongrün. Ich glaube, der wird Fisch bringen. 2,5 Gramm, würde ich mal sagen. Es kann losgehen. Freunde, und wie vorhin schon mal kurz erwähnt am Anfang, ne, bevor ich natürlich losfahre irgendwo hin zum Angeln, mache ich mir abends schon Gedanken darüber. Das heißt halt, ich überlege mir ganz genau, wo fahre ich morgen hin, an welchen Teich versuche ich zu kommen, was für Fische sind da drin, wie kann ich die Fische am besten beangeln. Das heißt, muss ich klares Wasser, also muss ich damit rechnen, dass klares Wasser ist, habe ich trübes Wasser, ist es sehr kalt, sind die Fische eher unten oder ist es doch was milder, so dass die Fische in der gesamten Wassersäule verteilt sind. Ja, und das sind eigentlich alles so Sachen, die ich mir abends schon, oder diese Gedanken mache ich mir abends schon vor dem Angeln. Genauso informiere ich mich einfach mal so ein bisschen über die Homepage der anderen, also der einzelnen Anlagen, was wird gerade besetzt. Und je nachdem, für was ich mich dann entscheide, fange ich eigentlich auch schon abends zu Hause an, meine Montagen fertig zu machen. Das heißt halt, ich bestücke schon meine Routen fertig mit Schwimmer oder mit Spiros, entweder mit Schwimmenden oder mit Sinkenden. Ja, mache eigentlich wirklich, wie gesagt, alles komplett fix und fertig, so dass ich hier im Wasser ankommen kann und Routen auspacken und die sind schon sofort scharf. Und ja, dann im Laufe des Tages gucke ich eigentlich, worauf reagieren die Fische besser, vielleicht auf Gummis, vielleicht auf Spoons. Und dann versuche ich mich natürlich immer wieder mal mit den anderen Techniken halt, ja, ich sag mal, ein bisschen abzufischen, um zu schauen, vielleicht reagieren die Fische dann, weil du hast auch oft das einfach, morgens haben die absolut keinen Bock auf Paste. Du fängst 2, 3 Stück mit dem Spoon oder mit dem Gummi und dann aber ist das Maul bei denen wie vernagelt. Und dann nehmen sie auf einmal wieder die Paste. Und deswegen sollte man da einfach wirklich immer gucken, wie fische ich, wie gehe ich vor, macht man sich ein paar Gedanken zu Hause und dann hat man es am nächsten Tag wesentlich einfacher. Ist nicht so hektisch, muss nicht anfangen, seine Montagen fertig zu machen, muss sich nicht überlegen, was nehme ich jetzt wirklich, was mache ich drauf, sondern hat einfach schon, ich sag mal so, 3, 4 Routen mehr nehme ich nicht mit, die ich wirklich dann schon fertig aufgebaut habe und an denen bediene ich mich dann einfach. Ne? Ja, die zweite Route, die bestücken wir jetzt mit einer einzelnen Bienenmade und mit ein bisschen schwarzer Paste. Weil die Fische, das Wasser ist zwar trüb, wir haben jetzt ziemlich viel mit grellen Ködern probiert. Ich konnte auch ein bisschen was fangen, aber das hat jetzt aufgehört. Und deswegen versuchen wir jetzt mal was einfach, was Stationäres mit der zweiten Route. Eine Bienenmade. Mal gucken, habe ich die schwarze Paste in der Tasche? Habe ich. Und wie ihr seht, ich habe meine Pasten, ich habe alles immer in meiner Tasche griffbereit, dass ich jederzeit sofort, wenn irgendwas ist, Dose raus, zack, Köder ausgewechselt, weiter geht's. Und deswegen, wir nehmen jetzt mal ein bisschen schwarz einfach. Einfach nur schwarz, wirklich ein ganz kleines Kügelchen. Machen wir drauf, dass die Bienenmade ein bisschen Auftrieb hat, mehr nicht. Und dann haben wir so einen kleinen Kontrast. Das heißt, wir haben dann einmal unser kleines schwarzes Kügelchen und einmal unten noch die Bienenmade. Und selbst wenn ich den einkurbele, wird sich das Ganze drehen. Deswegen, das probieren wir jetzt mal aus. Vielleicht ist das ja jetzt der Bringer. Ist noch da. Weißt du, der schwimmt hin und her. Siehst du das? Ah, aber wenigstens beim Schleppen schön eine drauf geballert. Jetzt geht er. Oh, Arschraff. Jo, da ist er. Oh, oh, das scheint was richtig Gutes zu sein. Oh, das ist natürlich immer ein ganz, ganz gefährlicher Moment, wenn da mehrere Ruten eingesammelt wird. Aber
es ist halt heute nun mal so voll hier. Ja, ihr habt schon gehört, ich habe schon mehrere Ruten jetzt eingesammelt. Aber ich glaube, die sind los. Versuch mal einzukurbeln langsam. Zieh mal ein, versuch mal. Der müsste los sein. So, oha. Also das scheint was richtig Gutes zu sein, weil ich habe null Kontrolle über den. Der hat mir jetzt beim Schleppen, hat er mir jetzt nur so einen ganz sanften Einschlag gegeben. Ich habe schon gedacht, was is it? Hab mit was Kleinem gerechnet. Hab dann lange warten müssen, weil er halt auf mich zugeschwommen ist und so. Und hab ihm dann eine verpasst und dann ist er losmarschiert. Und zwar gar nicht wenig. So, wir versuchen mal ein bisschen den Druck aufzubauen. So, und dann merkt ihr das einfach. Wenn ihr etwas kräftigeres Material habt, könnt ihr das auch. Ja, so, da ist er. So, wir versuchen ihn mal etwas kräftiger heranzuziehen, damit die Kollegen gleich auch wieder alle angeln können. Wie gesagt, das könnt ihr halt wirklich mit der Trout Pro Lake. Wie ihr merkt, ich knüppel den richtig hier. Und oh, da geht er. Ja, 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 ja. So. Und ihr merkt es, ich knüppel den Fisch immer noch. Die Rute ist richtig krumm. Also ich traue mich einiges. Warum? Weil ich weiß einfach, ich bin dafür gut gewappnet. Ja? Wumm, da kommt er. Ich habe gestern Abend wirklich schon alle Knoten überprüft. Hier rüber. Alles dreimal überprüft, dass auch alles in Ordnung. Nee, nee, bleib ruhig hier, Aschraf. Ich ziehe den hier rüber. So, und jetzt ziehe ich den langsam hier vorne hin. Da kommt er. Da kommt er. Oh. Richtig schönes Fischchen wieder. So, da kommt er, Leute. Und jetzt mache ich das ganz vorsichtig, nicht zu viel Druck, weil sonst schlitzt er mir nachher noch aus. So, Aschraf, jetzt dürftest du hingehen. Wir probieren es mal. Jetzt drehe ich ihn noch mal mit dem Kopf zu dir. So. Ah. Jetzt kommt er aber. Ihr seht, es ist immer perfekt, wenn man zu zweit unterwegs ist. Man kann sich in Ruhe um den Drill kümmern des Fisches. Und der Kollege steht eigentlich schon parat mit dem Kescher und kann einem wunderbar dabei helfen, bevor man so einen Fisch verliert. So, jetzt guck mal, jetzt kommt er. Hier, da ist er. Dankeschön. Lappen. Hammer! Leute, wir zeigen euch den gleich. Mach fertig. Ja, Freunde, da ist er. Geiles Moped, schön abgeschleppt. Das heißt, ich habe jetzt zwei richtig geile Fische, beide in derselben Gewichtskategorie. Mega, mega. Und die Montage, die ich dazu benutzt habe, und die benutze ich wirklich schon jahrelang, schon Jahrzehnte. Und die hat mir bis jetzt schon immer Fische gebracht. Und die Köder, die erkläre ich euch gleich noch. Ja, Leute, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der euch wahrscheinlich am brennendsten interessiert. Womit hat er jetzt überhaupt die Fische gefangen? Also das ist, ich sag mal, jetzt meine Standroute. Meine Schleppmontage kennt ihr, und die ist im Endeffekt, ich sag mal, genauso wie meine Standroute auch aufgebaut. Ein Schwimmer, hier habe ich den Piccolo drauf. Warum? Der hat 3 Gramm und halt eine große rote Kappe vorne. Das heißt, halt, den sehe ich, selbst wenn ich ihn ganz weit rauswerfe, sehe ich den immer noch. Dann, weil die Fische halt wirklich verdammt tief unten stehen, habe ich den ganz weit nach oben gezogen. So, und da kommt erst mein Blei. Ja, das heißt halt, die Montage, die liegt wirklich komplett am Boden auf. Hier habe ich ein Laufblei, ein Stäbchenblei mit der Gummierung auch von uns, die, der hat auch genau 3 Gramm, passt wunderbar. Dann ganz klar 5-fach Wirbel, einfach für den Moment, wenn ihr selbst mal die Montage nur einholen wollt, oder ihr auch mal mit der Montage schleppen könnt. Weil wie gesagt, beide Routen sind bei mir fast identisch aufgebaut. Ne? Auf jeden Fall ein 5-fach Wirbel, 1,20 Meter langes Vorfach, ein kleines Bleikügelchen auf dem Vorfach. Und da kommen wir jetzt zu einer Besonderheit. Ich spiele da sehr, sehr gerne mit den, ja, ich sag mal, mit den Grammaturen. Das heißt halt, jetzt habe ich hier aktuell 0,5 drauf. Ich benutze aber auch sehr, sehr gerne und ganz, ganz oft, wenn ich meinen Teig zum Beispiel langsamer abtrudeln lassen möchte, 0,2 oder 0,3
Oder halt, wenn ich möchte, dass der ganz schnell unten ist, wenn ich weiß, Saiblinge sind knapp über Grund, nehme ich 0,6 oder ein Gramm. Deswegen habe ich immer so ein Döschen mit dabei, mit eigentlich allen Grammaturen von 0,2 bis ein Gramm, dass ich wirklich mich dann auch sofort anpassen kann. Möchte ich den Köder langsam abtrudeln lassen, möchte ich, dass er sofort unten ankommt. Also wie gesagt, auch ein Hauptaugenmerk auf sowas hier richten. Dann natürlich bei mir die Haken. Ganz klar, da kommen nur die Gamma-Katsu-Haken in Frage. Ja? Und das ist jetzt hier der 3610N ist das. Das ist der Haken mit dem, der silberne Haken. Daran könnt ihr das auch erkennen. Wir haben natürlich auch die blauen, die sind auch sehr gut. Die blauen sind zum Beispiel übrigens dafür gedacht, um Bienenmaden halt damit aufzuziehen. Die sind sehr dünn. Und der ist wirklich so, ich sag mal, dafür gedacht, um ein bisschen Teig drum zu formen oder Pasta halt. Ne? Und den benutze ich immer. Und heute war mal wieder wirklich der Bringer, wie es oft so ist. Und deswegen sage ich ja auch, ich fische das Ganze schon seit Jahren genau so. Und habe schon seit Jahren genau so Erfolg. Ja? Schwarz-Orange. Schwarz-Orange. Nachher habe ich angefangen, mit ein bisschen Chartreuse noch mit beizumischen. Lief wunderbar, ob auf Stand, ob auf Schleppen. Also das war wirklich einfach nur genial. Die haben es genommen. Die haben es sofort inhaliert. So, und jetzt zeige ich euch noch mal ganz klar, was ich dort überhaupt getrieben habe. Schwarz-orangenes Knüppelchen, unseren Haken. Der ist auch schon leicht angeschränkt, wie man das sieht. Das heißt, zum einen fasst er besser in der Paste drin, zum anderen aber auch, wenn man den Anhieb setzt, ist der Haken sofort gedreht seitlich und packt halt bei der Forelle im Maul. Ne? So, dann gucke ich immer hier schwarz, da orange, setze den genau so hier mittig ein, zack, drehe mir da draus erstmal einen Tropfen. Heute sind kleinere Köder eher der Bringer gewesen, deswegen auch so einen kleinen Tropfen hier. Ja, so eine Seite schwarz, eine orange. Ich weiß, dass ich den genau zwischen die beiden Farben reingesteckt habe, kann also sofort hier auf der orangen Seite, weil ich halt möchte, dass das Schwarze außen ist und das Orange halt ab und zu mal aufblitzt. Einfach ein bisschen platt drücken, den Bogen hier reinbringen, zack. So, wie gesagt, selbst das hier, und das ist meine Standmontage, die bleibt einfach da stehen. Durch die Wasserbewegung, im Wasser selber. Die Paste dreht sich immer wieder. Die bleibt nicht ruhig stehen, sondern einfach durch die Form. Sobald ein bisschen, ich sag mal, ja, eine Bewegung im Wasser ist, kriegt das sofort die Paste mit und dreht sich immer wieder mal ein bisschen hin und her. Und das reizt die Fische natürlich auch. Und dann noch schön mit dem Schwarz-Orange nebenbei. Perfekt. Deswegen, das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Gebt euch Mühe beim Aufbau eurer Montagen, kontrolliert die, perfektioniert das Ganze. Macht euch Gedanken darüber, was ihr abends, also was ihr am nächsten Tag fischen wollt, einen Abend vorher schon. Und am nächsten Tag könnt ihr eigentlich auch sofort loslegen. Ja, Freunde, und wie ihr schon seht, die Platzwahl ist auch oft das A und O. Und ich und der Ashraf, wir hatten heute Morgen verdammtes Glück, dass wir halt wirklich hier am Teich 3 noch uns in die Ecke setzen durften. Und wie man jetzt sieht, sowohl an den Bäumen wie aber auch auf dem Wasser, steht der Wind jetzt genau in diese Ecke hier rein. Das heißt, wenn alles gut geht, sollten die Fische dem Wind eigentlich irgendwann mal gleich folgen und dann auch hier mit in der Ecke drin stehen. Und dann sollten wir eigentlich auch, ich sag mal, ja, die Möglichkeit haben, vielleicht noch mal den einen oder anderen zu fangen. Vor allem wünsche ich es jetzt heute mal dem Ashraf, dass er heute mal endlich einen fängt. War jetzt schon ein paar Mal mit ihm los. Er hat zwar immer wieder mal was gehabt, aber so der richtig Dicke, der fehlt ihm jetzt noch. Und ich glaube und ich hoffe auch, dass es heute soweit ist. Ja, Leute, wie ihr gerade gesehen habt, ja, der junge Mann hier, wir haben uns vorhin noch drüben unterhalten, er ist dann rübergegangen, hat ein bisschen gefischt und siehe da, zack, der nächste Fisch am Band gewesen. Ne? Jawohl. Richtig klasse. Und unser Kameramann, der will gar nicht mehr zurück zu uns. Ja, der Kameramann bringt mir Glück. Ne? Nein, also ihr seht, unsere Produkte werden nicht nur von uns gefischt, sondern auch der ganz normale Angler ist damit unterwegs, ist damit erfolgreich, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt.
sollte es eigentlich auch funktionieren. Von daher dir weiterhin viel Erfolg. Danke, ja. Gleichfalls. Und euch genauso. Ja, Freunde, Mizpon ist heute richtig hartes Brot. Mit Pasta hat bei Waldemar richtig gut funktioniert, hat er richtig 4 Kapitale Forellen gefangen. Ich werde aber trotzdem weiter mit meinem Spoon machen, in der Hoffnung, dass ich auch einer von den größeren bekomme. Ansonsten würde ich auch auf Paste umsteigen. Ich will auch einen Fisch fangen. Ah, mein Boot läuft. Ja, gerade ein Biss. Jetzt zieht er. Jetzt zieht er. Passende Winkel und genau jetzt. Und? Gebe ich ihm ein. Hast du ihn? Ja. Hast du ihn? Hast du ihn? Jawohl! Wurde auch Zeit, Junge. Die goldene gönne ich ihm. Ist richtig. Ein Goldi. Ist die Goldi, ja. Ist sie. Ich werde die mal ganz vorsichtig drehen. Genug Zeit haben wir ja. Im Drehen sollte man sich auch viel Zeit nehmen für den Fisch. So, und diesmal Hektik ist nie gut. Mache ich mich schon mal bereit, langsam mit dem Kescher. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Jawohl. Aber leider auf Paste, ne? Auf Paste, ja. Spoon heute ist ein bisschen schwierig, deswegen habe ich mir sozusagen ein Bonusrote parallel bereitgelegt. Und wie wir sehen, eine zweite Route ist immer nicht verkehrt. Komm, Schätzchen, komm. Das war auch heute ein harter Kampf mit dem Spoon. Deshalb jetzt so einen geilen Drill ist gar nicht so verkehrt. Nochmal schön, so für die Abwechslung nochmal, ne? Na, komm mal. Und da haben wir den. Jawohl. Sauber, mein Freund. So, ja, bitteschön. Ein schöner Goldi. Den machen wir fertig und dann zeigen wir euch. Ja, Freunde, auf Spoon wäre besser, aber auf Paste ist auch nicht verkehrt, bevor man leer nach Hause geht. Flexibel bleiben, der Waldemar hat das vorgemacht, habe ich die gleiche Montage mit derselben Farbkombination und ich würde belohnt dafür. Jo, und der nächste Fisch ist drauf. Gott sei Dank habe ich mich gerade mal umgedreht. Oh, schon wieder so ein Moped. Oieieiei. Aschraf, eine bitte meine Rute raus. Weil das scheint wieder so ein richtig, richtig dickes Dingelchen zu sein. Ja, ich habe ihn gerade gesehen. So, und das war einfach meine Standmontage. Hier habe ich unseren Piccolo drauf. Ich erzähle euch mal ein bisschen was davon. Eigentlich die Montage, die ich immer so am liebsten mit fische. Den Piccolo etwas höher gezogen, so dass das Blei am Boden lag. Und dann dort halt 1,50 m Vorfach drauf, eine kleine Bleikügelchen auf 30 cm eingestellt, dass wirklich danach die Paste 30 cm über dem Boden hochgetrieben ist. Und ja, da ist er. Und der scheint richtig gut zu sein, weil den kriege ich gar nicht hoch. Aschraf, bitte deine Ruten auch raus. Der geht genau rüber. Beeil dich. So bringt man ein bisschen Leben in die ganze Bude. Jungs, ich würde euch auch noch mal bitten, einmal schauen. Er kommt jetzt zu euch. Und oh, der bockt natürlich wieder voll am Ufer. Und er will nicht. Er will nicht. Komm. Ja, ich weiß. Der denkt sich jetzt wahrscheinlich, Mist, warum habe ich das getan? Das sah doch so lecker aus. So, und jetzt. So, jetzt haben wir ihn wieder frei. Der war nämlich gerade ein bisschen eingewickelt, das habe ich gemerkt. Und jetzt hat er sich wieder aus der Schnur rausgewickelt und jetzt können wir wieder ein bisschen Druck aufbauen. Aschraf, bleib ruhig bei mir stehen. Ich versuche den sowieso direkt vor mir hochzukriegen. Ja, so, da kommt er oder auch nicht. Der will nicht, der will nicht. Der gibt richtig Dampf.
Ja, aber das ist ja auch das Schöne, ne? Dafür ist man ja auch unterwegs und hat sich dann wirklich auch dann darauf vorbereitet. Alles so einstellen, dass er wirklich ungehindert Schnur nehmen kann. So, aber ich glaube, jetzt hat er gleich ausgebockt, denn der bockt ständig mit dem Kopf nach unten. Oh ne, guck dir das an, Aschraf, die Rutenspitze. Und ich halt ihn schon. Und er will nicht. Siehst du, wie ich schon schockiert gucke? Ah, guck mal. Das sind eigentlich immer so gefährliche Momente, wenn die das Maul aufmachen, mit dem Kopf hin und her schütteln. Und wenn der Haken dann nicht irgendwo geschluckt ist, sondern nur vorne irgendwo im Maul hängt, kann das dann... Da, ihr seht das da. Er versucht wirklich, den Haken aus dem Maul zu schütteln. Und nochmal eine Runde. Und nochmal eine Runde. Obwohl er schon Luft geschluckt hat, ne? Er will noch nicht. Ja gut, er weiß auch, worum es geht, ne? Für mich geht es um leckere Filets, bei dem Fisch geht es ums Leben. So, ah, jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir ihn soweit. Jetzt kann man. Jetzt versuche ich ihn nochmal hochzukriegen. So, da kommt er. Da. Da. Okay, mein lieber Aschraf, ich gehe einen Schritt nach hinten und du darfst probieren. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Dankeschön. Also irgendwie, ich würde sagen, heute läuft wieder, wa? Sehr schön. So, Freunde, und wie ihr da seht, ja, das war wirklich vorhin mehrfach eine gefährliche Situation, weil er einfach mit dem Kopf, Maul offen geschüttelt hat. Der Haken sitzt ganz knapp. Und das habe ich mir nämlich auch schon fast so gedacht, weil die Fische machen das immer grundsätzlich, sobald der Haken irgendwo vorne im Maulwinkel hängt, dann kommen die hoch, machen das Maul auf und schütteln mit dem Kopf hin und her, in der Hoffnung, dass sich das Ganze löst. Ja, hier hat es sich nicht gelöst, der Gamakatsu-Haken hat richtig gut gehalten. Ja, das Vorfachmaterial genauso wie das restliche Tackle. Perfekt, weiter kann es so gehen. Ja, Freunde, und leider ist jeder Angeltag mal irgendwann zu Ende, so wie auch heute wieder, ne? Wir konnten gut fangen. Ne, mein lieber Aschraf? Auf jeden Fall. Es hat ganz schwer bei mir angefangen, aber am Ende bin ich doch mit zwei sehr schicke Forellen belohnt worden. Hat Spaß gemacht, wie genau, immer. Genau, richtig. Und ob die Forellen dick sind? Also die Frage an euch, lieber einen goldenen oder einen dicken? Oder zwei dicke. Oder zwei dicke. Nein, also es war heute, glaube ich, für jeden etwas dabei. Ich hoffe, ihr habt einiges für euch mitnehmen können. Wir sind ein bisschen auf alles soweit eingegangen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ne? Vergesst nicht, abonniert den Kanal, dann werdet ihr auch immer schön informiert, wenn wir wieder was Neues halt senden. Ansonsten bedanken wir uns auf jeden Fall für euren Support, für euer bisheriges, ich sag mal, uns liken und alles und freuen uns einfach, oder ich freue mich auch sehr, wenn ich euch persönlich am Wasser treffe. Das passiert eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Deswegen bis dahin, Freunde, alles, alles Gute. Bleibt am Ball. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Tschüss, tschüss. Ciao.